Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ja, wir können uns wieder einen Charakter aussuchen. Wobei mir die drei nicht sonderlich gefallen, deswegen mach ich mal Reroll. Nehmen wir den Barbaren-King hier. Gut, wir haben etwas Stärke höher und etwas Leben höher. Oh, und wir sind kurzsichtig. So, dann geht's jetzt mal wieder los. Mal sehen, ob wir dieses Mal endlich den Bossraum für den vierten Boss finden. Oder mal wieder eine Vampirrune oder sowas. Das wäre wirklich nicht schlecht. Ah, vielleicht mal nach unten. Hier können wir zum Glück noch alles one-hitten. Aua, das war nicht so gut. Du weg. So, auch weg. Und du kannst ruhig mal zaubern und hier runterkommen. So. Danke. Warum können Augen mit ihrem Blut durch Wände schießen? Na gut, vielleicht sind das die Augen von Isaac. Aus Binding of Isaac. Der fliegt ja auch mit Blut um sich. Wow, wow, wow. Viel, viel Feuer. Ah, darüber. Oh, mal wieder ein Schrein zum Beten. Was kriegen wir denn? Dirty Glasses? Die bringen was? Okay, das kapiere ich das. Die machen die Kurzsichtigkeit weg. Okay, hier halten. Da war ich mir das Hühnchen auf. Okay, erstmal nach da rüber. Aua, du Bastard. Blödes Auge. Der graue Baron sollte sterben. Und hier geht's nach unten. Gucken wir erstmal da lang. Neuer Zauber. Nicht unbedingt. Ja, komm. Das ist nicht so gut, hier runter schnell. Sterbt. Sterbt einfach alle, ich will wissen, was in der Kiste ist. Was auch immer das für dein Ort ist. Und hier ist Gold drin, naja. Hat sich jetzt voll rentiert, so viel Lebenspunkte zu verbraten. Aber kein Problem, wenn wir den Boss gefunden haben, den wir einfach aufladen. Wow. Nicht so schön. Wow. Wie viele Blazelock gibt's hier, bitte? Ja. Ich gehe mal lieber fliehen. Den Weg haben. Aber ich wollte da runter. Ja, haut gut rein. Komm, ich brauche Hühnchen. Nein. Hoch. Dann gehen wir mal hier runter. Oh, die Chainex, die können wir, wenn sie wirklich die ganze Zeit weglaufen, töten. So, jetzt warten wir, bis beide wieder an der Wand sind. Oder wenigstens einer. Oh, oh. Aua. Ja. Oh, dein Tage, du Reintag. Na gut, doch. Wir haben fast kein Leben. Ich will mal kurz noch da unten gucken. Na, ich guck wieder hoch.
Boah. Da unten geht's so gut, das hier nicht weiter. Tagebucheintrag Nummer 4. Ich habe angefangen, die Räume methodisch zu säubern. In meiner Aufgabe, die nächsten Guardian zu töten. Aber ich verliere die Zeit aus den Augen und andere Sachen. Als ich den Tower betreten habe, fühlte sich so an, als ob die Zeit stillsteht. Oder so ähnlich. Ich hatte immer Probleme mit Höhen. Ich finde es immer schwieriger, mich an meine Vergangenheit zu erinnern. Ja, er geht langsam insane. Er dreht langsam richtig durch. So, gucken wir mal da. Bossraum, endlich. Gut, Bossraum gefunden. Gold. Gefunden. Okay. Porten wir uns erst einmal hier hin, weil da habe ich die Statue stehen gelassen mit dem Chicken, genau. Und jetzt können wir hier unsere Lebenspunkte aufrichten, indem wir einfach Grey Knights töten und Zombies. Und vielleicht finden wir ja noch den Bossraum hier im Schloss. Da kriegen wir auch nochmal Hühnchen mit 50 Life. Vielleicht sind wir unterwegs noch Hühnchen. Oh, und ein bisschen Geld. Ja, da drüben geht's hoch und runter. Gucken wir uns da mal um. Wow. Ja. Das war weniger gut. Ich will doch die Lebenspunkte sammeln und sie nicht gleich wieder verlieren. Kommst du, Witze? Troll dich nicht. Take no damage, das könnt ihr vergessen. Hoch. Jetzt spricht der Eismagier nicht. Ich muss nicht wieder in die Eismagier reinspielen. Das ist ungesund. So. Nein, erstmal nicht. Genau. Das ist doch ein schöner Ort. Chicken. Und. Nein, hier ist leider kein Chicken drin. Hier ist eine Truhe. Eismagier. So, noch ein Eismagier. So, und eine Kanone. Oh nein, Solok. Nein, nein, lass mal gut sein. Hoppala. Die nervige Kanone müssen wir noch ausschalten da vorne. Aber erstmal die Truhe plündern. Denn falls es in dem Run nichts wird, werde ich beim nächsten Run den Architekten benutzen. Und gleich zum Boss teleportieren. So. Ich kann dich nicht mit einem Schlag töten. Also hier kommt das. Aber dich. Auch dich. So. Wir haben schon mal halbes Leben wieder. Ja. Aua. Hier ist nur eine Truhe. Das ist euer Ernst. Na gut, die holen wir uns trotzdem.
ist ja alles gelb. Und so. Und raus hier, so, diesmal hat es besser geklappt. Das heißt, der Weg zum Wald ist da oben auch. Ach stimmt ja, wir haben hier ja ein paar Gegner leben gelassen. Hallo, sind hier noch welche? Hier vielleicht, ja, da ist ein Zombie auf jeden Fall. Wow, nein, dich nicht. Dich definitiv nicht. Und ich glaube, ich hätte mich lieber porten sollen, hätte ich mir jetzt die Schmerzen von den Stacheln erspart. Aber... Gut. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Da meint man, man wird besser in dem Spiel und dabei wird man schon immer schlechter. Na komm, schieß. Wow. Da oben und da oben. Und aufpasst, hier ist garantiert noch irgendwo ein Zombie, oder auch nicht. Gib mir Hilfe, ich brauche Hilfe. Warum gibt ihr mir kein Hühnchen? Also Hühnchen. Oh, das war knapp. Aua. Und den da noch loswerden und... Was ist das hier für ein Bug? Okay. Immer das für ein Bug ist. Ist nicht so toll. Jetzt muss ich hier wieder zurück. An der einen Stelle hier aufpassen. So, gehe ich durch. Eismagier weg. Oh, viele Magier. Sehr schön. Magier macht Spaß. Das war nicht so toll. Zombie und Hühnchen. Ja, toll. Okay. Und noch einmal wieder. Mein Charakter sieht mit der Brille richtig komisch aus. Okay, da lang kurz in den Wald gehen. Du bist wahrscheinlich auch ein böses Bild. Ja, bist du. Na, die eine Münze ist mir das jetzt nicht wert. Gucken wir erstmal nach oben. Gut. Okay, böses Bild mal wieder und jetzt drüber. Aua! Okay, das hier ist das ist der Weg nach Maya. Wollen wir eigentlich nicht lang. Ich will eigentlich in Richtung Waldgebiet. Den da töten. Die töten. Hört auf, mich zu ärgern da unten. Und da ist der Waldübergang. Sehr schön.
Und hier sind schön viele Gegner. Die da auch schön wandeln lassen. Was auch immer mich gerade getroffen hat. Ich habe es nicht ehrlich nicht gesehen. So, jetzt suchen wir hier den Bossraum und füllen uns da nochmal auf. Ah, nein, da geht es in Richtung Bossraum, würde ich mal vermuten. Hier das Schleim. Normalerweise mag ich euch Schleime, doch euch Pflanzen jedoch mag ich nicht. Erstmal hier lang. Nur mit deiner Kugel. Wow, war knapp. Achso, das ist ein super toller Raum, wo man nur als Zwerg an die Truhe kommt. Gucken wir da lang weiter. Das sieht doch noch ein schöner Raum aus. Hier gibt es nur zwei Augen. Und Geld. Und hier. Ein Feuerspucker. Ein Pferd, was festhängt. Ein Bogenschütze. Mr. Bones. Und ein Selbstmordraum. Oh, solche Erdmagier. Ja, ist klar. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich brauche Hühnchen. Gebt mir Hühnchen. Wow, die hätte ich jetzt fast übersehen. Hier ist auch nichts. Die Kuris kriege ich hier nicht mehr mit einem Schlag tot. Das ist ja dann schlecht. So, aber dich kriege ich tot. Und nein, auf die Truhe verzichte ich mal. Selbstmordraum. Ja. Darf jetzt nicht loswerden. Hier ist auch nur eine Truhe. Aber gut, die kann ich hier holen. Den Blaze-Lock dafür loswerden. So. Das war knapp. Stacheln machen böse Aua. Chicken, jawohl. Jetzt nur schnell zu dem Teleporter kommen. So, da sind wir fast wieder voll. Das heißt, wir können uns den richtigen Boss aufmachen. Und der Teleporter ist da ganz weit hinten. Ich würde vorschlagen, suchen doch den Bossraum vom Wald. Holen uns das Chicken dort auch noch. Weil ich jetzt gerade wieder in eine Stachelfalle gefallen bin. Ja. Ja, drüben ist alles sauber. Gibt es da drüben nur noch nach oben. So. Durch diesen halbwegs gefährlichen Raum durch. Hops. Jetzt noch da oben, da ist ein Schleim schon mal. Schön. Und das ist eine Sackgasse. So, aber die gibt uns Lebenspunkte. Die Sackgasse. Und etwas Geld. Aber kein Chicken. Hier ist auch kein
Schippen drin, Leiter. Müssen wir tatsächlich hier unten landen? Ist das hier der... Falsch. Oh. Ja. Hier vorbei und hier runter. So, jetzt bist du wesentlich bewegt. Da müsste es jetzt dann in den Bossraum gehen. Unten lang oder oben lang? Nur ein Tagebuch eintragen. 15. Ich erinnere mich daran, ein großer Abenteuer gewesen zu sein. Meine körperliche Stärke hat all meine Brüder übertroffen. Darüber bin ich mir sicher. Während sie ihre Tage damit verbracht haben, ihre Bücher zu studieren, habe ich Briganten und Monster gekillt. Ich wundere mich immer noch, warum mein Vater sie favorisiert hat. Ist es immer anders wie in den Geschichten? Glück favorisiert die Starken, nicht die Intellektuellen oder sowas in der Richtung. Mann, ich würde es lieben, meine Brüder zu sehen, wenn sie mit meinem Schwert im Gesicht denken. Versuchen sie mit meinem Schwert im Gesicht zu denken. Ich will mich umdrehen, danke. Hier muss ich jetzt wieder vorsichtiger sein. So. Obwohl, wir sind ja wieder fast voll. No jumping, ist mir egal. Nope. Da ist ein großer Raum mit nichts drin. So, und hier geht es jetzt los. Wollt ihr mich verkohlen? Nee, ist noch weg. Und hier ist noch ein Tagebucheintrag. Der Boss ist da drüben. Nummer 16. Was ist, wenn Jahre vergangen sind, seitdem ich diese Mauern betreten habe? Es ist wahr, dass ich immer besser darin werde, Monster zu töten. Aber es fühlt sich an, als ob ein Zeitalter vorbeigegangen wäre. Ich habe sogar vergessen, wie meine eigenen Geschwister aussehen. Was, wenn sie denken, dass ich fehlgeschlagen bin? Was ist, wenn einer meiner Brüder mich besiegt hat im Kampf um das Heilmittel? Und was ist, wenn ich sie für Monster hielt? Oh ja. Stirb, Bruder, du böses Monster. Endlich der Bossraum. Schicken und wo wieder eine Truhe mit Eisenbeschlag, aber da ist nur Geld drin. Und hier ist auch noch meine Truhe. Okay, dann geht's jetzt endlich an den Boss. Und wir haben einen riesigen Blob. Einen sehr großen Blob. Herodotus, der Unendliche. Okay. Er nimmt schon mal nicht besonders viel Schaden durch uns. Aua. Weil wir ein Mage sind. Und er spawnt grüne Gegner. Wow. Immer einen angreifen. Und den kleiner machen. Wow. Jetzt erstmal gucken, dass ich den Magier loswerde. Den Gravisor da oben. So, jetzt sind da unten die Schleime.
Aua. Na. Immer versuchen einzuteilen. Genauso, weil ich will nicht überrannt werden von denen. Dann herkommen und sterben. Und ich bin auch bald tot, wenn ich aufpasse. Oh, viel zu viele Knops. Okay. Einen kleinen Block haben wir schon mal getötet. Wow. Und da unten sind mir zu viele kleine Blobs gerade. Oh. Okay. Erst wieder den Visor ausschalten. So. Ah. Das fuckt knapp. So. Ich muss mich hier jetzt mal ein bisschen konzentrieren. So. Gut. Gut. Gibt es noch so einen dicken Klumpen hier zum Teil? Wow, ich bin wirklich gleich tot. Wow. Also ja, er ist machbar. Aber definitiv nicht auf diese Weise. Okay. Aber es war ein guter Run. Das kann man nicht abstreiten. So, bevor wir weitermachen, ein kurzer Cut.